Würden Sie in ein Land hinfahren oder hinfliegen wollen, wenn sogar das Außenministerium Ihres Landes von einer solchen Reise abrät? In ein Land, von dem sich sogar das internationale Rote Kreuz großteils zurückgezogen hat, weil im Februar dieses Jahres 6 seiner Mitarbeiter ermordet wurden. Trotzdem gilt Afghanistan für die EU als sogenanntes sicheres Herkunftsland. Deswegen wurde Mitte Februar ein Abkommen mit der afghanischen Regierung unterzeichnet, wonach bis zu 80.000 Afghanen in ihre Heimat zurückgeführt werden sollen. Jetzt hat man offenbar auch in Österreich mit Gruppenabschiebungen begonnen. Cedomira Schlapper. Vergangener Mittwochabend vor der Schubhaft Rosauerlände in Wien. Es protestieren NGOs und solidarische Menschen gegen eine laufende Gruppenabschiebung von afghanischen Flüchtlingen in ihr Heimatland nach einer EU-Abmachung. Das ist ja ein völliger Wahnsinn. Man kann doch nicht 80.000 Menschen auf den Kriegsschauplatz schicken, wo die Taliban und der Islamische Staat ihre Terroranschläge verüben. Das ist menschenrechtswidrig. In diesem Zimmer wohnte der 23-jährige Afghane Essan. Vor 6 Jahren ist er als unbegleiteter Flüchtling nach Österreich gekommen. Am vergangenen Sonntag wurde er von der Polizei festgenommen. Das war früh am Morgen, ich weiß nicht genau wann, auf jeden Fall hat er noch geschlafen. Dann ist er aus dem Bett geholt worden und musste mitkommen. Und es gab keine Chance, irgendeine Rechtfertigung oder irgendjemand anzurufen, einen Anwalt oder so weiter, oder um Hilfe zu bitten. Es war gesagt sonntagszeitig am Morgen. Er ist für mich wie ein Sohn, für meine Kinder, meine eigenen Kinder und meine Hauskinder wie ein Bruder. Der hatte eine ganz schwierige Flucht und hat dann versucht, in Österreich eine Aufenthaltsbewilligung oder ein Bleiberecht zu bekommen. Und er hätte alle Voraussetzungen gehabt, kann perfekt Deutsch, ist völlig integriert, hat hier ein Zuhause. Irmgard Ulrich beherbergt nicht nur Essan, sondern auch noch 2 weitere Flüchtlinge unter ihrem Dach. Die Pensionistin unterstützt sie, bis sie in Österreich selbstständig für ihre Existenz sorgen können. Alle im Haus haben Angst um Essan. Ich weiß, wenn er zurück nach Afghanistan fliegen muss, das ist sehr gefährlich für ihn. Das bedeutet das Ende für ihn. Wir kommen aus den Ländern, wo es keine Menschenrechte gibt, sondern nur Blut und Ungerechtigkeit. Möchte ich gar nicht denken. Es ist unvorstellbar. Er hat nichts, keine Familie mehr dort. Alle sind geflüchtet aus Afghanistan. Seine Eltern, alle seine Geschwister, seine Verwandten. Er steht dort vom Nichts. Er hatte immer Stress, weil er hat noch die positive Bescheid noch nicht bekommen. Er hat viel gearbeitet im Deutschkurs. Er hat viele Kurse gemacht und er unterrichtet die Leute, die sind in Österreich neue. Essan ist Koch, hat in Österreich seinen Pflichtschulabschluss nachgeholt und ein Abendgymnasium besucht. Seit seiner Ankunft vor 6 Jahren war er ständig bemüht, sich und andere weiterzubilden. Sei es in afghanischen Kultur- und Sportvereinen oder in Integrationsvereinen, wie jenem von Tanja Kaihan in Wien-Simmering. Hier hat Essan andere junge Asylwerber alphabetisiert. Weil er im Moment in Schubhaft sitzt, muss improvisiert werden. Die jungen Afghanen können auf ihren Unterricht nicht verzichten. Die Journalistin Tanja Kaichan kennt Essan persönlich. Sie ist besorgt über die vielen Abschiebungen ihrer Landsleute nach Afghanistan, obwohl dort Krieg herrscht. Wir schauen in der Fernsehen jeden Tag viele Angriffe in Afghanistan. Aber trotzdem, EU hat entschieden, dass viele Afghanen werden nach Afghanistan abgeschoben werden. Das ist unfair, meiner Meinung nach.
Im Februar hat die EU ein Abkommen mit Afghanistan beschlossen, laut dem bis zu 80.000 Afghanen in ihre Heimat rückgeführt werden sollen. In Deutschland und Österreich wurde mit den Gruppenabschiebungen schon begonnen. Die gesamte afghanische Community ist verunsichert. Das ist die Seife. Ich denke, das ist eine sehr schreckliche Entscheidung. Wenn ein Land unsicher ist, wie kann die Leute dort leben? Wie kann die Leute in die Schule gehen? Wie kann die Leute überleben? Wie kann die Leute zum Beispiel ihre tägliche Leben zu führen? Das ist unmöglich in Afghanistan. Ich glaube, jede Woche oder jeden Monat zweimal gibt es einen Anschlag. Auch der 20-jährige Mortaza ist verunsichert. Er kommt aus derselben Gegend in Afghanistan wie Esan. Dass Esan nach Afghanistan abgeschoben werden soll, ist für Irmgard Ulrich nicht nachvollziehbar. Sicherheitsstufe 6. Im ganzen Land besteht das Risiko von gewaltigen Auseinandersetzungen, Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen. Wenn das Außenministerium selber warnt, man dringend abrät allen Österreichern, sie sollen dorthin fahren. Und wenn sie dort sind, dass sie sofort das Land verlassen. Da schickt man Menschen zurück. Wie ist das zu verstehen? Ich verstehe es nicht. Das kann man nicht verstehen. Dazu teilt uns das Innenministerium mit, die Reiseinformationen des Außenministeriums richten sich an österreichische Staatsangehörige, die einen Aufenthalt in einem bestimmten Land planen und nicht an Angehörige des betreffenden Landes. Als wir Irmgard Ulrich interviewen, läutet plötzlich ihr Telefon. Aha. Der Essen ruft an. Essen, Bulle, hallo. Du lachst. Essen, ich liebe dich, Essen, das ist so schön. Oh nein, Essen, das ist Essen ist aus der Schubhaft freigekommen, wenige Stunden vor der geplanten Abschiebung. Das war die schönste Nachricht, die ich bekommen könnte. Ich weine vor Freude, es war so schön. Und ich bitte, dass es stimmt. Ich bitte und hoffe, dass es stimmt. Auch Essans Rechtsanwältin ist froh, dass er vorerst aus der Schubhaft freikam. Wir sind den Behörden auch sehr dankbar, dass sie diese Umkehr geschafft haben jetzt in diesen wenigen Tagen, dass er nicht abgeschoben wird heute Nacht, sondern dass er das Verfahren, ein rechtsstaatliches Verfahren, so wie wir es in Österreich erwarten und eigentlich auch gewohnt sind, abwarten kann und dann eine Entscheidung getroffen wird. Essan hat noch einmal Glück gehabt. Bis auf Weiteres wird er in Österreich bleiben dürfen. Im Gegensatz zu seinen inhaftierten Landsleuten. Sie werden trotz Protesten nach Afghanistan abgeschoben.